So, willkommen zurück. Starbound. Tutorial von den Grundlagen an. Dann wollen wir mal wieder unser Meta-Manipulator in die Hand. Und wie gesagt, ich bin zurückgekloppt. Ich sammle jede Zutat bis zum geht nicht mehr. Deswegen werde ich mir auch, wenn wir runtergehen, gleich noch was anderes holen. Einen Mod nutzen. Der vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber egal. So, diese Dinger können sinnvoll sein. Sie können auch bösartig sein. Ah, okay, das war ein Heilbuff. Das ist in Ordnung. Das ist was Gutes. Da könnte nämlich auch Gift rauskommen. Oder eine Explosion. Oh, ich muss aufpassen. Ich bin im Moment noch nicht geschützt gegen Fallschaden. Und da unten ist ein bösartiges Viech, glaube ich. Okay. Ich werde jetzt mir mal dieses Ding hier mitnehmen. Das sind nämlich Pflanzenfasern, die man da rauskriegen kann von diesen Rampen. Und mit diesen Pflanzenfasern, wenn man aufs Craft-Menü geht, kann man sich Bandagen craften. Und das werden wir gleich mal machen. Obwohl die Quest dafür eigentlich erst viel später kommt, glaube ich. Egal. So, servus. Ich habe gehört, es ist Streit. Aber erstmal nehme ich mir hier zweimal Reissieb mit. Weil das kann man später auch gebrauchen. Kann ich Reis selber anbauen? Ich glaube, du bist feindlich, ja. Ja, ich habe sie mir nicht so ganz im Zielen. Aber gut, was soll's. Bandagen, naja gut, drei Stück haben wir jetzt. Die kommen bei mir immer auf die 6 oder die 5 oder so. Aber ich habe hier noch eine Höhle und da wächst schon wieder Liane. Und was so am Anfang wächst, werde ich mir jetzt gleich mal mitnehmen. Auch wenn ich erstmal den Planeten umrunden will. So, na das ist doch gut. Dann haben wir nämlich gleich mal wieder ein bisschen mehr Plant Fiber. Und dann machen wir uns mal so viel Bandagen wie möglich. Weil mehr brauche ich nicht, diese Climbing Ropes. Ich habe sie nie verwendet. Es gibt Leute, die stehen drauf. Das sind halt so, du kannst eine kurze Strecke überwinden. Das saugt sich dann fest. Aber verliert dann auch schnell die Wirkung. Also das musst du gut timen, dass man dann auch da ist, wo man hin will. Oder dass man es richtig wirft oder so. Ich komme mit dem Ding nicht klar. Ich mache das wieder so. Ja, super geil. Das meine ich hier so mit Monstern und vor allem nachts. Also nachts sind sie aggressiver oder sind mehr aggressiv unterwegs als das Gewitter. Also ich sage mich ganz ehrlich eins, ich glaube die Musik ist ein bisschen zu laut. Sie schallt immer runter. Und ich glaube sogar fast, das schallt mir auch mal ein bisschen runter. Akzeptieren. Weil es ist mir zu viel. Ja, dann wie gesagt, alle Bäume erstmal kurz hier fällen, den Planeten baumlos machen. Ist übertrieben, wie gesagt, ich mach's so, weil ich einfach ein Sammler bin. Ich will jedes blödes Material, jeden Block, den es gibt, den will ich eben einmal voll haben. Und deswegen mache ich das so. Ist im Prinzip Blödsinn. Wir sollten nur nicht vergessen, die auch mal zu nutzen. Im Moment heilen sie noch ziemlich alles, weil wir haben ja wenig Leben. Ja, ich denke auch den Startplaneten werden wir uns gleich als Farmplaneten machen später dann. Aber erstmal werde ich da einige Zutaten für sammeln, fürs Farmen. Bevor ich da wirklich loslege. Ja, im Moment halt einfach mal Planet einmal umrunden, das mache ich. Später, wenn ich dann auf Rohstoffsuche bin und man kennt jetzt den Planeten schon oder kennt die Besonderheiten und ich will mich einfach nur um den kompletten Planeten buddeln, zwei, dreimal, das mache ich offscreen, da nerv ich euch dann nicht mit. Nur hier will ich das erstmal auch mit zeigen, was hier dann eben auch vielleicht Lustiges zu holen gibt. Es gibt nämlich seit dem neuesten Update auch relativ früh schon bessere Waffen, dass man sein Scheißding da loswerden kann. Ja, wie gesagt, Bäume fällen, Bäume fällen, Bäume fällen. Wie viel haben wir denn schon? Ja, wahrscheinlich noch nichts weiter. Setzlinge, Saatgut, Reis, Weizen, Kartoffel. Okay. Und Bäume, wie viel waren das jetzt? Na, 200. Na ja, gut, das geht ja.
ist ja gar nicht so schlecht. Also ich glaube auch, ich werde auch den Tausender-Stack nicht jetzt sofort voll machen, weil ich möchte auch nur noch ein bisschen weiterkommen. Oder möchte euch das auch weiter bieten. Deswegen werde ich jetzt gleich erstmal die Quest weiter verfolgen. Jetzt graben wir uns hier mal kurz rein. Und zwar aus folgendem Grund. Da unten gibt es was, das will ich haben. Der ist da. Die Dinger will ich haben. Wie gesagt, Bandagen. Jetzt ist die Frage, ist es was Gutes? Boah. Ja. Auch das kann passieren. Und das ist der Grund, warum ich die Dinger eigentlich hasse. Und nicht so oft verwende. Man kann eigentlich relativ weit springen. Das kommt natürlich auch auf die Gravitation des Planeten an. Es gibt Planeten, die haben eine höhere Gravitation. Der war gut. Eine höhere Gravitation. Und es gibt Planeten, die haben eine niedrigere. Niedriger ist natürlich gut. Kann man höher springen. Also vorwiegend Monde und Asteroiden haben so gut wie keine Gravitation. Ne? Das ist springen wie ein Weltmeister. Kann aber auch schief gehen, wenn man nicht aufpasst und da war irgendwo jetzt eine Riesenhöhle oder beim Asteroiden ist es anders, da ist es am Ende. Da kann man dann ans Ende, oh, eine Kiste da vorne, die machen wir gleich noch. Da kann man dann ans Ende kommen und ja, dann stürzt man halt in den Raum. Das war's dann, ne? Sterben ist angesagt. So, und diese Kiste. Gut, ich öffne es jetzt erstmal normal. Am Anfang nehme ich jede Kiste mit. Ich müll mein Raumschiff erstmal mit Kisten zu, bis ich was Richtiges bauen kann. Weil im Moment kann ich halt noch nichts Gutes bauen. Deswegen zeig mir das, was da drin ist. Aha. Und da haben wir schon mal eine schöne Pistole. Maschinenpistole sogar. Braucht nicht mal so viel Energie. Wird auf jeden Fall erstmal mitgenommen. Oh, unser erstes Erz. Und wieder ein paar Bandagen. Stichwort Bandagen. Maximum, was ich craften kann. Los geht's. So, und dann gehe ich aber her, nehme den Wetter Manipulator und nehme die Kiste mit. Also draufgehen, draufklicken, natürlich gedrückt halten, auch hier, ne? Ich weiß nicht, ob das klar war beim letzten Mal, aber gedrückt halten, nicht loslassen. Und dann fällt er wieder. Und genau, so nimmt er dann die Kiste mit. Wird sozusagen die Kiste abgebaut. So, jetzt haben wir, glaube ich, ja, auf jeden Fall über 250 Holz. Das reicht jetzt erstmal, würde ich sagen, um mal das weiter zu verfolgen. Ja, wir haben genug. Wir craften uns jetzt mal hier Wood Planks, weil wir wollen, ja, haben wir gesagt, den Wooden Crafting Table. Und dafür brauchen wir Wood Planks. Also das ist einfach mit C zu öffnen, ja? Einfach nur C. Also in der Standardeinstellung. Wenn ihr das anders haben wollt, drückt da eine andere Taste rein. Egal. Also gehe ich jetzt erstmal her und mache mir Wood Planks. Aus einem Unrefined Wood kommen 5 Planks raus. So, ich könnte das Ganze jetzt 310 Mal machen. Ich will aber erstmal 250 übrig behalten. Ich mache das 60 Mal. Dann habe ich trotzdem schon mal genug Wood Planks. Daraus könnte man sogar so ein Bauernhaus Hüttendach machen, Holzdach. Aber da regnet es rein, das ist schlecht. Keine Lust. Log könnte man machen. Ja, hier Wooden Platform, die kann man aus Planks machen. Die hier ist wegen Spawnable Item Pack, glaube ich. Die lernen wir später kennen. Der Yarnspinner ist jetzt auch hier als legendär gekennzeichnet oder rare, weil Spawnable Item Pack. Da sind da einige Sachen drin im Yarnspinner. Der ist dadurch ein bisschen unübersichtlicher, aber wenn ihr jetzt das nicht drin habt, dann ist es bei euch alles ganz einfach zu finden, weil da habt ihr nur eine Seite in dem Spinnrad. Gut, so ein Campfeuer wäre eine Idee, aber jetzt machen wir erstmal einen Wooden Crafting Table. Los geht's. Aha. So, und damit kann ich natürlich mehr machen als mit meinen Händen. Logisch. So, I could make all things from plant fibers, from ropes to fabric. Jawohl. Food fight. I need to cook some food. Raw steaks by killing a monster with a hunting bow. Aha. And cook it on a campfire to produce cooked steak. Okay, warum nicht? Das heißt, wir werden jetzt mit Blick auf die Zeit die Folge beenden und in der nächsten Folge uns mal langsam ausrüsten, um tiefer in den Planeten vorzudringen. Wobei ich ja wie gesagt eh erst einmal umrunde. Es gibt immer wieder so Kisten, vielleicht stoßen wir auf ein Dorf oder auf irgendwas, gucke ich mir alles mal an.
nehme ich hier noch ein paar Plant Fibers mit. Ja, die brauche ich, glaube ich, sogar für den Bogen. Ach komm, das machen wir jetzt noch schnell. Ist doch egal. Und dann schnappen wir uns, haben wir noch. Naja, wir haben noch ein paar Planks. Viele sind es nicht, aber gut, hier haben wir also unseren guten Crafting-Table. Da kommt natürlich Mobiliar. Den kann man jetzt hinstellen auf eine Fläche, die groß genug ist. Also man könnte ihn nicht hier hinstellen, weil das ist zu klein. Oder da ist er im Erdboden, das funktioniert nicht. Man kann ihn nicht in die Luft stellen. Aber hier ist ja genug Platz. Da stellen wir ihn jetzt hin. Und dann benutzen wir den. So, und da kann man schon viel mehr machen. Cobblestone, also Bruchstein oder Pflasterstein, Ziegel, lauter so Sachen. Kupfer, ja, was aussieht wie ein bisschen wie so ein Baumstamm halt. Ja, lauter Kupfersachen schon. Holz natürlich, Zaun. Ich glaube, die könnte man sogar im Normal machen. Heavy Pipe, ja, so ein Rohr, Abwasserrohr. Zusammengepackter Dreck. Aus Dirt Blocks kann man das machen. Ja, das ist aber jetzt erstmal uninteressant. Hier, Wooden Window, Wooden Blinds, da fehlt uns natürlich Glas. Ja, woraus macht man Glas? Wie in fast jedem Crafting-Spiel. Also auch hier in Starbound macht man Glas aus Sand. Allerdings geht mittlerweile nur noch feiner Sand. Weil es gibt hier, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sandarten. Es geht nur noch feiner Sand. Pech gehabt. Campfire brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den kann man nicht machen, weil dazu bräuchte man Iron Bars. Um die zu machen, bräuchte ich ein Stone Furnace. Wir folgen dem Tutorial, das mir ja im Moment auch sagt, craft dir erstmal einen Bogen. Und der müsste sogar hier irgendwo gehen schon. Hunting Spear haben wir hier. Dafür bräuchte ich Cobblestone. Und wo haben wir den Hunting Bow? Den haben wir hier. Plant Fiber und Wood Planks. Okay, craft. Ich komme mit Bogen absolut nicht gut klar, aber wir versuchen das mal zu demonstrieren. Weil mit dem Bogen ist die Chance höher, dass Fleisch rauskommt. So. Außerdem müssen wir uns natürlich ein Campfire craften, damit wir überhaupt das Fleisch kochen können. So, dann nehmen wir den Tisch erstmal wieder mit und beenden an der Stelle die Folge. Wie gesagt, fällt euch jemand ein, der das Spiel zockt, der das gebrauchen kann. Es wird einfach so ein Tutorial von Grund auf bis High-Tier mit Tipps und Tricks gegen die verschiedenen Bosse. Manches habe ich mir selber aus Tutorials, Videos rausgezogen und dann Learning by Try and Error. Und dann schauen wir weiter. Also wie gesagt, gutes Ding ist immer Bandagen. Nicht sparen damit. So viel wie möglich. Machen, machen, machen. Und das geht's nicht. Und dann danke fürs Zuschauen. Gerne teilen, weiterleiten, empfehlen, wer das brauchen kann. Bis zum nächsten Mal.